Hallöchen. So, heute wollen wir doch mal das kleine Testvideo machen. Wir halten das auch relativ kurz, würde ich sagen. Das hatte ich euch ja alles nochmal vorgestellt. Und jetzt wollen wir auch mal gucken, ob dieser Wachsstift und dieses Messer auch wirklich gut sind. Und wenn ihr wissen wollt, ob es wirklich so ist und wie die Produkte abschneiden, dann bleibt gerne dran, geht gleich los. Im Unboxing habe ich euch ja schon mal was gezeigt und wir fangen jetzt einfach mit diesem tollen Wachsstift an. Ich habe euch das ja gezeigt, der kam hier an in dieser tollen Verpackung hier. Die kann man auch auf jeden Fall weiter benutzen, finde ich super. Vor allen Dingen halt auch, weil ja hier das Wachs jetzt rausguckt und man dafür keinen Deckel hat, ist es immer gut, damit da kein Staub dran kommt, einfach wieder zumachen und der Stift ist gesichert, das Wachs ist gesichert und alles ist toll und man kann sich das so einfach wegstellen oder weglegen. So, nichtsdestotrotz wollen wir natürlich jetzt auch gucken, ob der ganze Stift funktioniert. Ich habe hinten einfach an der Stellschraube geschraubt und dann kam auch das Wachs schon raus. Schraubt langsam, das ist der Tipp, sonst habt ihr zu viel Wachs vielleicht, was da rauskommt. Schaut erstmal, wenn ihr seht, dass da schon das Wachs vorne an der Spitze ist, wartet erstmal noch kurz und wartet, wie weit das Wachs noch durchgeschoben wird. Interessant wäre natürlich zu wissen, also ich versuche das jetzt mal, hier ist jetzt nichts mit aufdrehen und hier jetzt auch nicht. Ob man den irgendwie nachfüllen kann. Also sieht jetzt nicht so aus. Wäre natürlich sehr schade eigentlich, wenn das so wäre. Ich gucke jetzt mal, ob da jetzt noch irgendwas auf der Homepage steht, ob man den irgendwie nachfüllen kann. Hier steht nur Stift mit einem Stück Wachs. 3,79 Euro. Und hier kann man sogar, wie das aussieht, das öffnen, indem man die Stellschraube wohl rausnimmt. Ich muss mal gerade gucken, ich schaue mir das jetzt alles nochmal an. Da ist noch eine Erklärung dabei. Ja, tatsächlich. Also man muss anscheinend dieses hintere Stück dann rausziehen. Dann löst sich das hier alles und dann kann man sich das Wachs, da gibt es extra nochmal so Wachsstifte, das blende ich euch auch gerne ein, die sehen halt auch aus wie ein Stift, wie so eine Art Wachsmalkreidenstift. Dann werden die da hinten eingefüllt und wie eine ganz normale Patrone und dann kann man dann hier auch weiter mitarbeiten. Bedeutet also, es ist kein Ende, wenn das Ding alle ist, einfach nur nachfüllen. Und hier gibt es dann auch natürlich im Shop auch drei Wachsnachfüller. Die kosten 2,84 Euro. Und ganz ehrlich, das Wachs hält unwahrscheinlich lange. Es ist sehr ergiebig etc. Und vielleicht kann man ja auch ein bisschen schummeln, indem man sich diese Wachsplatten nimmt und die dann selber dreht. Ein bisschen zu so einer Wurst macht und der Rest macht ja dann der Stift, indem man hinten mit dem Druck arbeitet und das nachschiebt. Also ich glaube, man kann bestimmt die Platten auch sich zurecht quetschen, dass man da das Wachs reinpacken kann. Es ist ja eigentlich nichts anderes. Würde ich meinen, wenn der mal alle ist, werde ich das auch definitiv ausprobieren, denn probieren geht über studieren. So, bla bla bla, genug bla bla bla. Ich habe mir hier was rausgesucht. Da möchte ich einfach ein paar Klebepunkte aufbringen und schauen, ob ich die Diamond Painting Steinchen auch damit aufnehmen kann. Man kann Diamond Painting Steinchen kleben mit doppelseitigem Klebeband, mit doppelseitiger Klebefolie. Die sehen dann, ich habe jetzt diese zum Beispiel in A4, hatte mir die mal zugeschnitten. Man kann natürlich auch Schmucksteinkleber nehmen und so weiter. Da gibt es viele Varianten. Und ich mache es jetzt mit dem Schmucksteinkleber und bringe mir einfach ein paar kleine Tropfen auf. Und werde dann mal schauen. Es geht ja nur darum, nicht wie das hält an sich auf dem Kleber, sondern auf dem Stift. Wie es gefasst wird, ob es dann auch am Stift haftet oder nicht. Wir machen jetzt einfach mal ein paar Klebepunkte hin, mal ganz kleine.
Und dieses Teil werde ich dann noch später mit Sicherheit noch schön ausschneiden und irgendwann mal verwenden. So, Trommelwirbel. Hier sind jetzt die Diamond Painting Steinchen drin und ein Hundehaar. So, ich habe jetzt diese hier genommen. Ich habe einfach noch einen Rest in so einer Box. Und da hebe ich das immer auf zum Basteln. Oh, hält. Und mal gucken, wenn man das jetzt auf was Klebrigen. Und es löst sich auch ab. Sobald es klebt, löst es sich auch ab. Natürlich jetzt, das hier ist Flüssigkleber. Das heißt, man muss ein bisschen schräg nachhelfen, damit der Steinchen sich auch löst. Aber wir probieren das auch gleich auf doppelseitigen Klebefolien, denn die Diamond Painting Bilder sind ja auch auf einer Folie und da klebt ja die Folie zu sofort und ist kein Flüssigkleber. Na, also hier erschwerte Bedingungen, klappt aber auf jeden Fall schon sehr gut. Das Wachs ist sehr weich, man muss halt ein bisschen schauen, dass man das, also ich habe es ein bisschen zu viel rausgedreht, aber das liegt jetzt daran, weil ich nicht wusste, dass das noch nachschiebt. Das ist dann wie so eine Pasta, Zahnpasta rausgeflogen. Aber trotzdem, es geht ja nur darum, wie die Steinchen aufgenommen werden. Und das ist natürlich super, dass die jetzt hier auf diesem Kleber nicht zu sofort halten. Ist natürlich auch verständlich. So, ich bringe mir die jetzt trotzdem noch zu Ende an. Und dann probieren wir einfach mal die doppelseitige Klebefolie. Und versuchen das unter echteren Bedingungen. Und ich glaube, ich werde mir auch das Wachs etwas einkürzen, weil ich habe es wirklich zu weit rausgedreht. Und das ist dann natürlich etwas erschwerlich. Dann kann ich ja schon fast meine Hände nehmen. Aber auch wenn mal so ein Diamond Painting Stein umgefallen ist, einfach eben mit dem Wachs dran halten und es wird sofort aufgenommen. Also ein absoluter Punkt für diesen Stift. Das finde ich richtig toll. Jetzt quetsche ich mir das einfach ein bisschen zusammen. Und drehe das und mache mir dann die Spitze etwas ab. So, das reicht nämlich eigentlich schon. Es ist ja nur vorne muss ja das Wachs zu sehen sein, damit er das schon aufnimmt. Ansonsten verfälscht man ja das Ergebnis. Und ihr seht, es hält. Das liegt halt jetzt auch nur am Kleber. Der Stift hat das gut aufgenommen. So, wir machen das jetzt trotzdem einmal hier mit so einem doppelseitigen Klebefolie. Mal gucken, ob ich hier jetzt auch die Folie abgezogen bekomme. So, klar, wie immer, man zieht immer die falsche Seite ab. So, das ist, wäre jetzt dann eigentlich die Leinwand für dieses Diamond Painting. Und da kann man dann die Steinchen sofort draufpacken und sie halten sofort. Also ihr seht, dieser Stift funktioniert wunderbar. Ich finde ihn wirklich großartig. Freue mich darauf, das lästige, ständige Auswachsen, Neuwachsen, Rausnehmen, Wachsen etc. hat ein Ende. Und absolute Kaufempfehlung von mir. Finde ich toll. Werde ich wohl jetzt auch wieder öfters, werde ich wahrscheinlich auch öfters benutzen. Nicht wieder, sondern werde ich öfters benutzen. Und mir gefällt dieser Stift sehr gut. Der kommt hier auf jeden Fall in meine Kiste, wo hier meine anderen Diamond Painting Stifte liegen. Und der wird favorisiert behandelt und benutzt. So, jetzt haben wir natürlich noch das Messer vor uns mit den verschiedenen Klingen. Das Messer habe ich auch definitiv schon geladen. Das hattet ihr in dem letzten Video gesehen. Das ist dieses hier. Ja, der sieht auch aus wie ein Stift. Hat hier einfach nur die Spitze hier oben. Finde ich total super. So. Und die Kappe und hier ist das Messer drin. Indem ihr hier oben dran dreht, wird hier diese Vorrichtung wie eine Schraubzwinge auseinandergedrückt. Dann das Messer rein, dann wieder zudrehen und dann wird es festgehalten. Habe ich euch schon mal gezeigt im letzten Video auch. Und auch anhand von einem ähnlichen Produkt von Action, wie das auch funktioniert. Wäre natürlich schön, wenn hier hinten das magnetisch wäre, aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Hier waren dann auch die Klingen dabei. Es sind insgesamt 12 Stück. Das heißt, man hat auch eine ganze Weile was davon. Und wir probieren jetzt einfach mal aus,
ein bisschen Pappe zu schneiden. Also das ist Cardstock, nicht sonderlich dick, aber wir müssen ja irgendwo mit anfangen. Und ich setze das jetzt an. Und extra auch in Wellenform. So, der Riss war jetzt meine eigene Schuld. So, Moment. So, und wie ihr hier seht, ich konnte die Wellen ganz sauber, ganz toll, ohne Ausfransung, alles konnte ich einfach so Wellen schneiden. Es ist sehr einfach, es geht leicht von der Hand. Ich brauchte nicht sehr viel Druck. Normalerweise braucht man doch ordentlich Feuer dahinter. Aber auch dieses Messer ist sehr scharf. Hier ist jetzt eine etwas dickere Pappe. Wir probieren es einfach mal aus. Ich brauche die nicht mehr. Und auch hier. Das geht so durch. Also ihr seht, das ist alles sehr, sehr, sehr weich. Keine scharfe Kante auf keiner Seite. Das ist ein sehr, sehr scharfes Messer. Also bitte passt auf eure Finger auf. Und ich glaube, das als Präzisionsmesser, gerade so für Bastler oder auch für die Diamond Painting Legende zum Beispiel, um die Leinwand abzuschneiden, funktioniert dieses Messer wunderbar. Ja, 12 Klingen in zwei verschiedenen Größen als Ersatz, was will man mehr? Und der Preis war auch nicht teuer. Da hat sich dieses Messer kostet 2,84 Euro und ist es meiner Meinung nach auch wert. Also auch hier eine klare Kaufempfehlung. Ja, lang geschnackt, viel gezeigt, wenig gezeigt, noch länger geschnackt. Aber ich hoffe, euch hat das gefallen, zwei dieser Produkte zu sehen. Und ja, ich finde beide gut, definitiv. Wenn ihr shoppen wollt auf www.onedaysaving.com, nutzt meinen 5% Rabatt Chana05OFF. Denkt an die Groß- und Kleinschreibung. Das ist ganz wichtig. Kein Mindestumsatz und kein Gültigkeitsende von diesem Rabatt. Solange wie ich mit denen kooperiere, bleibt der auch bestehen. Und ihr habt auch die Möglichkeit, ab einem Wert, jetzt muss ich gerade gucken, ab einem Einkaufswert von $50 bekommt ihr zwei kostenlose Geschenke. Auch dieser Link dahin ist in meiner Infobox. Da kann man sich Sachen aussuchen, wie Werkzeuge fürs Diamond Painting, Werkzeuge fürs Sticken, Diamond Painting, Bilder, kleine Bilderchen. Also die haben ganz tolle Sachen, die man sich da aussuchen kann, wenn man da was bestellt. Und ich kann den Shop einfach empfehlen. Ich freue mich immer, wenn wir zusammenarbeiten. Und die Seite ist auch toll. Und da kann man schon ein bisschen in Shopping-Laune kommen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und ansonsten viel Spaß beim Shoppen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Bleibt gesund.